Thüringen ist eines der kleineren deutschen Länder und gewiss kein Wirtschaftsgigant. Aber es blickt auf eine außergewöhnlich lange und reiche Geschichte zurück. Der Freistaat um die Welterbestätten Wartburg und Weimar gilt sogar als eine der bedeutendsten Kulturlandschaften Europas. Oft ist die Rede vom Kernland der Reformation, von der Heimat der Bache, der Bach-Familie, dem Land der Klassik oder der Wiege der Moderne mit dem Bauhaus in Weimar. Und Thüringen blickt zugleich mit den Funden von Bilzings Leben aus der Altsteinzeit mit auf die ältesten Relikte menschlicher Zivilisation in Europa überhaupt zurück. Und auch die Landesgeschichte im engeren Sinne kann auf stolze anderthalb Jahrtausende zurückschauen. Ja, die Thüringer, die Thuringi, tauchen schon im späten 4. Jahrhundert im Licht der schriftlich überlieferten Geschichte als einer der ältesten Germanenstämme auf und sind damit, ja, man höre und staune, auch deutlich älter als die Bajuwari, die Vorläufer der heutigen Bayern. Und diese großen Traditionen, aber auch die dunklen Kapitel der Geschichte, wie die Zeit als Mustergau im Nationalsozialismus, werden in diesem Buch vorgestellt, in einem Überblick auf schlanken 127 Seiten. Thüringen besitzt einen hohen Grad an landsmannschaftlicher Geschlossenheit seiner Bewohner. Und es sind dabei zwei historische Fixpunkte, die es so nachhaltig im kollektiven Bewusstsein verankert haben. Zum einen die legendäre, sagenumwobene Landgrafschaft Thüringen des 5. und 6. Jahrhunderts und auf der anderen Seite auch die ebenso sagenumwobene Landgrafschaft Thüringen des 12. und 13. Jahrhunderts. Stichwort Ludwig der Springer, Sängerkrieg auf der Wartburg und Heilige Elisabeth. Allerdings diese beiden frühen Versuche oder Anläufe einer mächtigen thüringischen Staatsbildung scheiterten sehr rasch. Und Thüringen wurde darauf im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit zu einem Musterland der Kleinstaaterei mit bis zu 30 souveränen Staatsgebilden auf engstem Raum. Und noch 1918 drängten sich hier neben dem preußischen Regierungsbezirk Erfurt acht Kleinstaaten, monarchische Kleinstaaten der Ernestiner, Reußen und Schwarzburger. Freilich, das wird aber auch immer zu Recht dazu gesagt, bescherte dies Thüringen eine einmalig dichte Kulturlandschaft mit Schlössern, Parks, Museen, Bibliotheken, Theatern, ja, und machte es nicht zuletzt auch zum Musterland, zum Synonym geradezu des Landes der Dichter und Denker, Stichwort Goethe, Schiller etc. Und diese historische Einheit in der Vielfalt wird auch heute, wie ich finde, sehr treffend im Thüringer Landeswappen transportiert, das hier auf dem Buchcover zu sehen ist, mit dem rot-silber gestreiften Löwen auf blauem Grund, der ja für uns so identitätsstiftenden Landgrafen von Thüringen. Das steht gewissermaßen für das Gemeinsame und zugleich mit acht silbernen Sternen, die für das einstige so kulturfreudige Land der Residenzen stehen, sieben für die einstigen Kleinstaaten und einer für das preußische Thüringen mit der heutigen Landeshauptstadt Erfurt. Thüringen war bis ins 20. Jahrhundert hinein ein geografischer, ein kultureller Begriff, aber kein einheitliches staatliches Gebilde. Ja, es galt geradezu als Musterland der Kleinstaaterei in einer Zeit, als dieses Phänomen in anderen Regionen längst von der Landkarte verschwunden war. Und der preußische Historiker Heinrich von Treitschke hat dies im späten 19. Jahrhundert auf die bissige Bemerkung gebracht: Unsere Kultur, die Kultur der deutschen Nation, verdankt ihnen, den Thüringern, unsäglich viel, unser Staat gar nichts. Und diese Einschätzung der preußischen Machtstaatsgeschichtsschreibung ist längst gründlich revidiert worden, denn Thüringen, die thüringischen Kleinstaaten, gaben etwa der liberalen Nationalbewegung eine sichere Heimat. In Weimar wurde 1816 eine der ersten modernen deutschen Verfassungen erlassen. Gotha war das Zentrum der Schützen- und Sängerbewegung. Und auch der wissenschaftlich-technische Fortschritt im Industriezeitalter bekam aus dieser Kleinstaatenwelt wichtige Impulse. Stichwort Zeiss und Abbe in Jena und ähnliche Dinge mehr. Trotzdem, so viel ist richtig, gab es gleichzeitig bis zurück zur Revolution von 1848 auch deutlich erkennbar immer Bestrebungen zu einer Vereinheitlichung der Region. Und mit der Novemberrevolution 1918, mit dem Ende der
Kleinstaaten, der monarchischen Kleinstaaten in Thüringen, war die wichtigste Hürde gefallen. Und zum 1. Mai 1920 trat dann aus den noch 7 bestehenden Kleinstaaten der erste Freistaat Thüringen zusammen. Das ist gewissermaßen die Geburtsstunde des modernen Thüringens. Nach 1945, oder besser gesagt genau 1945 mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, kam das preußische Thüringen mit Erfurt hinzu und damit bestand erstmals in der Geschichte ein weitgehend dem heutigen Land entsprechendes Thüringen. Allerdings wurde in der DDR-Zeit schon 1952 die Länder wieder aufgelöst und Thüringen aufgeteilt in die Bezirke Erfurt, Gera und Suhl. Und schließlich mit Vollzug der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 trat der heutige Freistaat Thüringen mit der Landeshauptstadt Erfurt ins Leben.